Willkommen zurück zu Berg und eine Runde Minecraft Survival Modded. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder mal da. Ich habe mich seit längerer Zeit mal nicht gemeldet. Ich habe jetzt noch ein paar Folgen auf der Festplatte, sprich Folge Nummer 20 eigentlich von Minecraft. Und das hier ist Folge Nummer 21. Es kommt momentan länger nichts, da ich einfach nicht mehr bei mir zu Hause bin. Ich bin momentan in der anderen Stadt, da wo meine Meisterschule läuft. Und bin dort auch am Pennen und habe kein PC, habe auch kein Internet dort. Das heißt, ich kann absolut gar nichts aufnehmen und machen. Ich habe aber allerdings noch ein paar Folgen Deus Ex auf dem Kasten, die jetzt auch ein bisschen älter sind. Die werde ich raushauen. Ich glaube, bis Folge 11 oder 12 aufgenommen bis dahin. Das wird auch noch weiterhin kommen, das Projekt. Nur kann ich halt nicht versprechen, dass ich jetzt regelmäßig jede Woche jeden Tag ein Video bringe. Vielleicht zum Wochenende immer von jedem Ding ein Video und vielleicht auch so ein Commentary oder so ein kleines, ja, was mache ich gerade, was passiert, was geht ab. Irgendwie sowas in die Richtung, weil mehr kann ich momentan einfach nicht aufnehmen von der Zeit her. Das geht einfach wirklich nicht mehr. Das nimmt mir zu viel in Anspruch. Ja, dennoch habe ich schon ein bisschen gespielt, um eine kleine Entschädigung zu machen für euch so ein bisschen. Das eine Gebäude, was ich gebaut habe, ist jetzt im Creative entstanden, sprich ich habe die Materialien dafür nicht gesammelt. Das andere Haus ist im Normal Mode entstanden sozusagen, dafür ich auch explizit nur gefarmt bin, extra auch weit weggegangen, um mir keine Ressourcen zu klauen und um euch das zu zeigen, was halt abgegangen ist, gehe ich jetzt auch mal hin. Bin relativ stolz drauf, weil jetzt in der Gegend viel mehr tut und man halt so ein paar Umrisse schon erkennt. Bis hierhin kennt ihr ja, das ist halt ganz normal, seht auch schon im Augenwinkel das erste Gebäude, die kleine Mühle. Unser Lagerhaus kennt ihr noch, hier ist noch der Weg noch gemacht werden muss. Dort sind unsere noch eingesperrten Dorfbewohner, einer rennt auch da drin rum. Und ja, da seht ihr unsere kleine Mühle. Und daneben seht ihr noch ein Häuschen bei unserer Tierfarm, ein kleines großes Häuschen. Und wir fangen erstmal bei der Mühle an. Und haben jetzt auch hier auf der Karte, seht ihr schon, haben wir halt einen kleinen Weg gemacht schon. Habe hier für die Kanten immer, damit es nicht so blöd aussieht, habe ich gemacht, dass wir hier mit Steinen übergehen. Hier habe ich jetzt erst einmal mit Mauer umrandet, damit halt keine Viecher hier drauf rumlaufen später. Damit halt immer einer außen rum ist und man hier langlaufen kann zum Abernten. Dachte ich mir halt, ich wollte die Mauer nicht ganz ransetzen. Die Glowstones habe ich halt in den Ecken gemacht. Manchmal sieht man sie, finde ich auch gar nicht so schlimm an dem Texture Pack, weil die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Im See haben wir so ein paar Glowstone-Lampen. Und ja, hier ich blaues Glas kommt dafür und hier ich halt Heu gemacht. Relativ aufwendig die ganze Scheiße, also das Gebäude das hier ist ohne Creative verstanden. Da ist halt aber nur der Ziegelstein im Creative genommen worden, weil ich keinen Bock hatte so viel Lehm zu buddeln im Wasser die ganze Zeit. Deswegen ist das da im Creative und das alles ist hier wirklich ganz normal entstanden. Ja, wie gesagt, das ist halt hier aus unser Feld, zum Abernten halt hinterher, unsere Essenskelle. Hier habe ich als Dekorment einfach die Heubeine oder Strohbein genommen, fand ich einfach viel, viel schicker. Kann man natürlich auch reingehen, auch hier drinnen ist mit Glowstone ausgeleuchtet, immer auf der untersten Ebene sozusagen ist der Glowstone. Und das reicht eigentlich, um das hier auszuleuchten. Und hier sieht man dieses kleine Element, wenn ihr durchguckt, man denkt, man ist unter Wasser, durch das blaue Glas, finde ich, und mit diesen kleinen Lampen drin. Das fand ich immer ganz cool, also das finde ich persönlich ganz gut gelungen. Ja, hier mal ganz normal Pflasterscheinboden mit bisschen Ziegelstein und kann einfach nur hochgehen. Einfach nur, was kann. Vielleicht kommt hier nochmal irgendwann was rein. Weiß auch nicht genau. Und dann kann man hier rausgucken. Hat eine kleine Hat hier so einen kleinen Überblick noch, wie sich die ganze Welt hier entwickelt. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Mühle. Und man konnte natürlich auch gerade die Arena sehen. Da. Auf die ich auch schon ziemlich stolz bin. Gibt bessere. Aber ich finde die ist außenrum geiler. Halt, nur ärgerlich ist halt, dass dieser Boss nicht aus diesem Glas sprengen kann. Aber hätte man sich auch denken können normalerweise. So. Ja, hier mal gucken, ob was so lassen. Ich denke, ja. Gar nicht mal so schlecht. Die da bleiben auch. Nur hinterher kommen hier noch dann so Säulen hin mit Glowstones und dann Falltüren wahrscheinlich hin. Die unsere Weg-Dings machen. Dann haben wir natürlich gleich einen Weg. Hier geht es dann später Richtung Innenstadt, sage ich mal, weil es ein bisschen abgelegener hier ist. Jo, hier haben wir ja, ein bisschen Banner, ein paar Blümchen außenrum platziert. Ich glaube, ein paar davon sind im Creative entnommen worden von mir. Ja, bevor ich weitergehe, hier habe ich jetzt einfach mal nichts gemacht. Warte, wir gehen mal kurz in den Creative Mode. Game Mode 0, damit ich einfach nur schneller durch die Gegend gehen kann. Ja, hier ist eigentlich nichts passiert. Ach Quatsch, nicht 0, 1. So rum. Ja, das ist alles noch alt. Das kommt alles noch.
Und dann dachte ich mir halt so draußen ein bisschen Banner im Blau diesmal. Und ja, das ist halt zum ersten der Bauer und Hotelier, sprich, das ist der Bauer, der hier das da gehört. Und ja, man kann ihn auch Farmer nennen, aber ich fand der Bauer irgendwie passender, vor allem da auch die Dorfbewohner Bauern heißen. Oder viele von Bauern sind. Deswegen fand ich das passender und dann Hotelier, weil man hier drin auch schlafen kann, weil es ein riesen Gebäude geworden ist. Ich wollte es eigentlich gar nicht so groß haben, dachte mir, ah, eigentlich wird es doch ganz schick und dann machen wir doch daraus lieber mal ein Hotel dazu noch. Und habe ihn jetzt auch immer Maya genannt. Da können wir uns auf einigen, vielleicht, dass ihr Kommentare macht für den, wie der heißen soll. Ups. Oder wir sagen hinterher, wir nehmen die Abonnenten. Dass wir da die Abonnenten drauf schreiben. Können wir natürlich auch machen. Ja, dann haben wir hier drinnen Wolle. Der rote ist halt der Weg zu den ganzen Sachen. Hier ist dann die Annahme, Rezeption mit so ein bisschen, ja, kleinen Dekolementen mit den Treppen da gemacht. Damit man so da sagen kann, das sind die Schließfächer sozusagen, da wo das Schlüsselbord ist. Da halt viele Pflanzen, damit es halt ein bisschen schöner aussieht, schicker aussieht. In den Büchern immer so ein paar schwarz-blaue Wolle gemacht, damit es auch überall sieht, wo man lesen kann. Da und dort zum Beispiel. Ja, in der Rezeption selber habe ich gesagt, mache ich weiß in drinne, weil es neutraler sein soll. Und ja, das war's eigentlich. Der Deckel ist halt hier vorne aus Stein, hinten habe ich aus Holz gemacht, weil es dann auch zum Thema besser passt. So ein paar Gemälde dafür noch gemacht. Über so ein paar Blumentöpfe, also relativ viel Aufwand für Dekokram gemacht. Dann sieht man hier schön den Terrarwechsel, aber hier drin hat man dieses dunkle Laub und hier drüben geht das Terrar eher an das sumpfige. Man hat mal dieses hässliche Laub eigentlich, naja, nicht so schlimm. Jo, dann haben wir hier andere Farbe und hier so ein paar Steindruckplatten, kann man hier lesen. Vorsicht heiß, es ist ein Raclette. Ja, man soll halt hier sitzen, dann kann man hier, sollen die Zäune, die ein bisschen rot da sind, sollen die Feuerstelle darstellen, damit wir ja hier ein bisschen Sachen drauf kriegen können. Theoretisch gesehen, müsst ihr euch vorstellen, schmeißt man jetzt einfach mal hier ein Brot drauf zum Beispiel, damit das darauf kocht und dann kann man sich dann wieder wegnehmen und man hat dann sein Essen gegrillt. Ist natürlich jetzt einfach nur eine rein theoretische Sache, man kann es ja nicht machen, so in echt. Aber es gibt halt bei uns auch in unserer Stadt, gibt es sowas, da hat man das auf Fußbodenebene sozusagen, hat man so einen kleinen Piekser, sag ich mal, kann man es hier draufpacken und dann kann man es wegnehmen. Und dann hat man es relativ heiß, natürlich würde jetzt hier keine Wolle sein, nur fand ich halt Wolle ein bisschen schöner, weil, ja, farbigen Stein haben wir nicht. Und aus dem Grund halt Wolle. In echt bei uns in der Stadt, da ist halt das mit so einem farbigen Fließboden gemacht worden. Und dann kann man sich relativ heiß, man kann mit den ganzen Leuten unterhalten, hat sich keinen nervigen Tisch vor sich, man hat alles auf, sag mal, Handebene irgendwo. Und ja, deswegen dachte ich mir, das bringe ich hier auch mit rein. Ja, dann habe ich weiterhin an Fachwerk gedacht, weil es einfach ein Bauer ist. Und deswegen das. Ja, dann können wir halt hier lang gehen, hier diese Flächen sind noch frei. Hier kommen vielleicht noch so ein paar Städtische hin, weil es ja halt Hotel und so, wo man auch essen natürlich kann. Die frischen Produkte. Dann hat man hier oben halt schon mal zwei Stehtische, die man nutzen kann. Achso, was ich unten noch zeigen wollte. Was man von außen gesehen hat, man hat ja hier relativ bündig, sag ich mal, mit so einem schönen Dach. Und hier hinten kommt dann mal diese Ecke. Da haben wir so eine Kuppel, die ein bisschen ründlicher ist. Ich weiß nicht, wie uns alles aufgefallen ist. Aber wenn ihr auf der Karte guckt, seht ihr, es ist ein bisschen ründlicher hier. Und darauf gibt es auch keine Etage mehr. Ja, hier haben wir halt Steindecke. Hier kommt aber der ganz normale Fußboden, sprich ich habe die zwei dick gemacht, damit es einfach ein bisschen schicker aussieht und man ein bisschen trennen kann. Ja, hier zwei Bilder genommen, ich finde die ziemlich cool. Sowas in die Richtung wird bei uns auch noch entstehen am Wasser. So ein paar Häuser davon. Und das Tor, das ist auch ziemlich schick, das Bild. Sowas in die Art und Weise möchte ich natürlich auch machen als unsere Dorfmauer. Also sprich, wenn ich weiß, irgendwann da kommt eine Mauer rum, sage ich mal. Weil hier, da kommen auf ein paar Häuser, da kommen ein paar Häuser, dann kommt da die Mauer, zack, 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 zack. Und irgendwo machen wir halt dann zwei Burgtore rein, vielleicht drei, vielleicht auch vier Tore rein, je nachdem. Ja, da hat man hier draußen, ist das eigentlich diese Kuppel, da wo dieses Raclette-Grill ist, kann man jetzt drauf rumgehen, wenn man hier oben ist und man möchte sein, man ist aufgestanden, man möchte halt dann sagen, ah, ich genieße mal kurz das Wetter, ist so schön, ist auch keine Tür drinne, weil finde ich unnötig. Und dann kann man hier schön ein bisschen Aufblick genießen, dabei so einen kleinen See, da die Mühle, die sie dann theoretisch echt drehen würde, hoffentlich. Und ja, deswegen ist es hier ganz schick. Das gleiche drüben nochmal, wenn es hier zu eng wird oder zu viel wird, hat man natürlich auch hier ein bisschen Bücherecke. Hier wollte ich aber keine Wolle haben, das wäre zu viel geworden. Zudem isst man hier und wenn ich dann Wolle hätte, würde man halt kleckern. Und dann müsste man den Teppich viel zu hart reinigen und das zu dealen. Einfach viel gelegener. Und aus dem Grund halt,
die Platten hier zum Stehtischen, da auch Stehtisch, kann man schön genießen. Und dann hat man hier nochmal einen kleinen Ausblick in die Stadt hinein. Hat man halt einen kleinen Überblick über die Tiere und auf die Arena. Das ist ziemlich cool geworden. Das Haus. Habe mich auch hier für ein Spitzdach entschieden, also in Anführungszeichen Spitzdach. Ich habe gesagt, aber ich mache das nicht gründlich, wie das Dach hier zum Beispiel. Das Dach ist ja immer wieder gründlich instand mit allen Ecken. Und hier gesagt, habe nur von da hochziehen. Die oberste Reihe, die ist dann sozusagen gründlich, damit es halt so einen kleinen Bogen ergibt am Ende. Noch würde ich das Dach nicht haben. Braucht die auch nicht. Und das zeige ich hier auch nochmal. Das sind also zwei verschiedene Dächer, kann man natürlich auch so sehen. Ne? Wie ich ja vorher meinte, hier habe ich halt sozusagen ründlich gemacht, damit wir noch eine kleine Kante haben. Und hier ist einfach alles gerade hochgezogen worden. Und zwar so vom Prinzip. Und hier seht ihr, wie man es halt das ründliche Dach machen könnte, was mir aber nicht gefällt. Wenn das ist auf diesem großen Dach und ich würde das so hochziehen, das gefällt mir nicht. Da drüben, da geht das noch einigermaßen. Deswegen habe ich auch dafür da entschieden, aber hier fand ich aber das Dach viel passender. Und ich finde, es ist auch ziemlich gelungen. Hier oben haben wir auch zwei Spots noch drin, weil die Decke ist hier ein bisschen höher gelegen. Das ist vielleicht immer da Deckenbeleuchtung. Hier haben wir Deckenbeleuchtung. Die Decke würde aber nicht reichen als Beleuchtung. Deswegen haben wir hier überall noch Bodenspots. Und unter jedem Amboss, unter wirklich jedem, ist nochmal Glowstone unter. Das fällt eigentlich nicht wirklich auf. Man könnte jetzt den Boden tauschen gegen, ich glaube, Fichtenholz. Dann würde das sich fast anpassen. Finde ich aber schwachsinnig, man achtet da eh kaum drauf und deswegen halt das. Dann hat man hier noch ein kleines Schild, wenn man hier theoretisch hochkommen würde. Dann geht man hier rum, hat man da ein Schild, zu den Zimmern, dann weiß Bescheid. Alles gut, Nacht. Dann kommt man hierher. Und dann hat man hier oben eine kleine Bunkers. Und dann ist hier Zimmer Nummer 1, da 2, 3. Die sind auch ganz spärlich, einfach nur zum Schlafen, zack, fertig. Und jedes Zimmer ist eigentlich genauso. Nur, dass es halt, wenn das Bett hier links ist, habe ich es hier mit Absicht auch links gemacht, aber halt spiegelverkehrt irgendwo, so, ne? Also da die Tür sieht versetzt aussehen. Vom Prinzip sind sie aber nicht versetzt, weil wenn man das wieder spiegeln würde, wäre es auf der gleichen Seite. Ja, dann ja, geht das bis Zimmer Nummer 8 und dann wäre es mit dem Gebäude. Und dann könnten wir auch diesen Part beenden, weil ich habe eigentlich alles erwähnt, was wichtig ist, was für euch wichtig ist. Und würde mich eigentlich schon verabschieden. Ich denke, dass ich noch weiterhin offscreen gleich weiter farmen werde. Also ein paar Korrekturenarbeiten hier dran verrichten werde. Und dann werden hier so ein paar Häuser entstehen. Hier so ein paar, zwei, drei Stück. Vielleicht vier, fünf Stück. Vielleicht auch ein paar mehr. Mal gucken halt, ne? Mal kleine, mal große. Mit nicht so betriebenen Dächern, ein bisschen näher stehend und dann wird auch vielleicht das Gebäude nochmal renoviert, mal gucken. Und dann könnten wir auch überall den Weg verbinden, weil das sieht auf der Karte schon ziemlich cool aus da hinten. Also hier sieht auch schon ziemlich sexy aus, bis auf das Gebäude, was hier ein bisschen so im Weg steht. Also wenn das so sieht auf der Karte, das sieht ganz cool aus. Und hier hinten, das finde ich halt schon mega gelungen mit der Karte. Da sieht man halt schon, dass da wirklich eine Stadt entsteht. Da hat man Gebäude, da mit so ein bisschen verschiedenen Sachen, da das Gehege, den Fußweg in verschiedenen Richtungen mit schönen Kurven drin und alles nicht so gerade. Das ist schon ziemlich gut geworden. Kommt schon, steht in Nähe. Achso, dann haben wir hier vorne, habe ich noch Bäume platziert für mich mit einem. Und habe halt gesagt, dass aus diesem, ja, aus dem Berg, sage ich mal, oder dem kleinen Hügel kommt das Wasser raus. Das ist die Ursprungsquelle. Es soll theoretisch von hier unten noch weitergehen. Was mit Druck dann hochgefeuert wird und uns diesen See entstehen lässt, weil er eigentlich dieser See mit dem Teil verbunden war. Ich habe das dann getrennt, damit man hier ein bisschen Grünfläche hat, weil ich vielleicht dachte, dass ich hier nochmal was anbauen werde, beziehungsweise irgendwie eine Küche irgendwas einrichten werde, aber den Plan verworfen, trotzdem bleibt hier die Grünfläche bestehen und der See. Ja, aus dieser Quelle entsteht halt der See, mehr oder weniger, war halt so der Ursprungsgedanke, dass es natürlich nicht realistisch ist, ist mir natürlich ganz klar, aber ich fand es als Gimmick nicht schlecht. Ja, der ist natürlich auch ein bisschen dekoriert und das war's jetzt wirklich. Fassen wir kurz zusammen, für die das Video auch zu Ende geschaut haben, es werden erst einmal weniger bis gar keine Videos erscheinen. Wenn ihr Glück habt, entstehen so ein bis zwei Videos am Wochenende.
Ich werde wahrscheinlich heute noch die ganzen restlichen Folgen hochladen von Deus Ex. Ich glaube, das müssten bis zu Folge 12, 13 müsste das sein. Das heißt, ihr müsst euch mit Deus Ex begnügen. Ich weiß, Minecraft ist viel beliebter als Deus Ex. Mir machen aber wirklich beide Projekte megamäßig Spaß. Ich spiele Deus Ex auch gerade privat weiter. Und ja, ich bin schon ziemlich weit. Das macht einfach richtig Bock. Und Minecraft spiele ich halt auch nebenbei, wenn ich mal dann zu Hause bin. Und deswegen konnte ich einfach gerade momentan nichts hochladen. Wie gesagt, Meisterschule, andere Stadt. Keine Zeit mehr, muss halt viel lernen. Viel unterwegs. Deswegen kommt da nichts, sobald das vorbei ist, wird da auch wieder mehr Videos kommen. Dann versuche ich täglich zu machen. Ich habe es versucht, am Wochenende immer nachzuholen und zu sagen, dass ich am Wochenende immer aufnehme und dann hochlade, aber das geht einfach nicht. Das schaffe ich nicht, weil ich dann so viel lernen muss und ja, meine Familie möchte auch von mir haben und aus dem Grund kann ich einfach nicht jeden Tag was hochladen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, seid trotzdem nicht böse auf mich und schaut mir trotzdem weiterhin noch zu und seid noch begeistert und stellt Kommentare oder schreibt Kommentare. Und ja, dann wird diese Welt bald wachsen. Und wenn das alles klappt, sollte, wie ich es mir plane, dann wird das vielleicht mal eine offene Welt werden mit Regeln und so weiter. Und dann könnt ihr hier fleißig mitbauen. Würde mich freuen, wenn das klappen sollte. Wenn das so sein sollte, werde ich nochmal Informationen darüber geben, werde dafür ein extra Video machen, aber das ist alles noch in Planung, das ist alles noch nicht so weit ausgereift, wie ich es gerne hätte. In dem Sinne, haut da rein, euer Pergo.